Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von Chaos. Nee, also eigentlich zu City Skylines, aber ich veranstalte wieder Chaos. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein bisschen noch die letzten Folgen angeguckt und auch die Kommentare. Und an dieser Stelle dann auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an Kanalgucker, der ja, fleißig hier am Zuschauen ist und immer mal wieder in den Kommentaren mir so meine Fehler aufzeigt, die ich hier so veranstalte. Sei es jetzt darum, dass irgendwelche Gebäude einfach mal keinen Strom haben oder hier überall tote Leichen rumliegen, etc. Tatsächlich war das früher oder beziehungsweise ist das auch heute noch so, wenn ich mir andere YouTuber angucke und andere Videos, denke ich mir so, ach Mensch, Leute. Warum seht ihr denn das eine oder andere nicht? Das ist doch so offensichtlich. Und ja, muss mich dann doch auch mal das eine oder das andere mal am Kopf fassen und denken so, ja, also wirklich jetzt. Mittlerweile muss ich sagen, ja, doch, mir geht's wirklich nicht anders. Ne? Man ist dann irgendwo so gerade schön dabei, irgendetwas zu bauen und guckt wirklich nicht nach links, nicht nach rechts. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ne, ja, irgendwelche Wohngebiete, dann war das für mich dann immer, wenn ich mir andere Let's Plays angeschaut habe, wo ich so dachte, gerade hier bei Cities zum Beispiel, Mensch, warum ist denn hier oben diese Ecke nicht irgendwie ausgemalt gewesen? Oder. Bei Minecraft zum Beispiel auch ganz oft, ne, wenn es dann irgendwelche Leute gibt, die 10-mal in die gleiche Kiste schauen und einfach nicht das sehen, was sie suchen. Und ja, Kiste zumachen, aufmachen, zumachen, aufmachen. Da fasst oder fässt man sich doch manchmal so einfach nur am Kopf. Ich muss jetzt wirklich sagen, für alle, die meine Lanze brechen, ja, man ist so ein bisschen im Blindflug. Ne? Man geht hier durch, malt was, bastelt was. Auch gerade ich, der das Spiel noch nicht wirklich so ganz verstanden hat, auch noch nicht die ganzen Gegebenheiten. Ja, mach mir dann immer so ein bisschen im Kopf, wie kann man was machen? Nebenbei möchte man natürlich aber auch irgendwie die ganze Zeit, naja, ich sag mal hier so ein bisschen Bubble, man möchte ja auch unterhalten, man möchte irgendwie interagieren. In dem Moment geht es ja nun wirklich nur, wenn man sich mit, ja, einfach nur spricht. Und ne, hat man so Dinge und Vorstellungen. Und das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist tatsächlich nicht so einfach. Also so finde ich das jetzt jedenfalls. Ist auf jeden Fall interessant. Ne? Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, wenn denn die ganzen Streamer kommen, dann ist es ja wirklich so, man muss reden, man muss schauen, man muss das Spiel verstehen. Und nebenbei gibt es dann noch so einen Chat, auf den man vielleicht auch noch antworten möchte. Also ich stelle mir das gerade tatsächlich etwas schwer vor, wie das Ganze funktionieren soll. Aber ich möchte nicht wirklich jammern oder sowas. Also wenn euch irgendwas auffällt, wo ihr sagt, nee, das geht ja gar nicht, einfach mit rein in die Kommentare. Ich versuche es abzustellen, wie zum Beispiel sowas, dass man halt ein bisschen mehr schaut, okay, gibt es Gebäude, die keinen Strom haben, liegen hier irgendwelche Leichen rum, etc. und so weiter. Dass man da auch ja, selber daran wächst und ihr auch ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Geschichte habt. Was macht er hier? Er steht, weil hier ist eine Ampel. So, machen wir mal die hier weg. Sollte doch jetzt eigentlich so passen. Rückstau ist hier wieder fantastisch. Nee, eingestellt ist es hier schon. Nur Rechtsabbiegerspur. Wo wollen die eigentlich alle hin? Alle irgendwie hier hoch. Na ja gut, neues Gebiet, die wollen jetzt gerade einziehen. Würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn man hier schon in der Ansicht ist, gibt es hier irgendwo Blasen, die immer so aufgehen, die irgendwelche Fehler anzeigen. Okay, hier Arbeitnehmer, altes Haus, das ist in Ordnung soweit. Verkehr läuft weitestgehend. Naja, hier eine kleine Ecke, aber nee, gut, geht rund. Ach, hier, wie immer, so ein bisschen das Sorgenkind.
Nö, nee, es funktioniert. Also eigentlich sollten die doch nur hier rüber. Okay. Staute sich anscheinend nur kurz. Beziehungsweise wenn man den nur hier drauflegt und nee, ich möchte das weghaben. Nein. Oh. Ah, was mache ich denn jetzt hier schon wieder? Ich möchte doch nur. Nochmal anklicken. Okay, das hilft. Genau, dass wirklich beide nur auf die Linie hochfahren und die hier die Spur wechseln. Denn das ist doch eigentlich. Ja, es passt. Dafür staut es sich hier. Traumhaft. Okay. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Vielleicht einen von diesen Landstraßen hier noch so ein bisschen herunterziehen. Machen wir mal eine Gerade. Ja, dann ist nochmal ein neuer Weg. Vielleicht wird er ja angenommen. Hier wie immer großes Verkehrschaos. So, die wollen aus der Stadt raus und einfach hier nur gerade drüber. Okay, auch hier würde ich sagen, wir schauen es uns an, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist ja jetzt wirklich nur die eine Strecke, die hier mächtig voll ist. So, das haben wir in der letzten Folge hier unter anderem gebaut und noch so einiges andere. An allen Stellen haben wir gewerkelt und gebaut, gebastelt, gespielt. Würde jetzt hier oben auch gerne weitermachen. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Blasen. So, und so leicht war ich schon wieder abgelenkt, hat mich selber abgelenkt. Hier ist ein Feuer, aber hier dürfte es eine Feuerwehr geben. Und das ist das, was ich meinte, tatsächlich. Man lenkt sich auch so gerne, so schnell selber ab. So, Feuer ist ja auch geklärt. Was hätten wir jetzt hier noch? Kein Platz mehr. Wo war es? Gesundheitswesen? Also Verbrenner sind eigentlich genug vorhanden, möchte ich meinen. Kommt jetzt hier noch einer hin. Okay. Hier auch wieder schön Verkehr. Nee, nur die kleine Ecke. Okay, das passt. Ja, dann möchte ich meinen, soweit läuft alles rund. Soweit es jedenfalls geht. Dann können wir hier für einen neuen Chaos sorgen. Und irgendwie macht der Ton hier gerade Murks. Machen wir mal aus. Wieder an. Nö. Oh, klassische Musik. André Dubios mit Calming Everyone. Ah, oh, wie entspannt und ruhig. Traumhaft. So, hier geht's auch noch. Hier ist der Verkehr dann noch in Ordnung. Hier ist die Welt wirklich in Ordnung. Ein bisschen Verkehr, grüne Wiesen, ein paar Büsche oder kleine Bäume. Ja, dass das mit diesem Tree Brush, also diese Mod, die ich mit installiert habe, leider bisher noch nicht klappte, ist ärgerlich. Vielleicht wirklich auch erst funktioniert das in späteren Versionen, beziehungsweise wenn man andere DLCs installiert hat. Da werde ich demnächst auch mal schauen, dass wir, naja, da so etwas vorankommen. Ich weiß nur noch nicht, welche es werden soll. Ob man halt wirklich chronologisch herangeht und sagt, ja, als erstes war die und die und als zweites die und genau in der Reihenfolge wird das auch alles installiert. Oder ob man sagt, die gefällt mir besser,
die nehmen wir jetzt. Und vielleicht auch so eine Mischung aus beiden. Einfach mal schauen und abwarten. So. Na, genau. Den auch ausmalen. Hier noch ausmalen. Das wird gut angenommen. Wasser haben wir noch genügend. Jetzt werbe nur mal die Geschichte, ob man das hier mal anfängt und sagt, okay, Keimauer weiter durchziehen, weil, also so wie das steht, ist einfach nur, ich finde es hässlich. Gehen wir mal kurz in den Pause-Modus. Halt, wir können die doch, glaube ich, verschieben. Ja, ist doch bestimmt günstiger. Als abreißen, neu bauen. Was kostet mir das Gebäude verschieben? 3000. Und was würde jetzt einmal neu? Wo ist der Preis? 15.000. Also, definitiv verschieben. Nur eins nicht vergessen, und zwar die auch gleich wieder anschließen. Das machen die nämlich nicht von alleine. Okay. Also so ein bisschen Kreuz-Knobel-Schaltung hier gerade, aber möchte so nicht anders funktionieren. Jetzt große Frage, wo war Keimauer? Sehr schön. Erstmal alles wie so ein Dovi hier durchklicken. Nee, jetzt wirklich, wo war denn die Keimauer? Plätze wäre ja Quatsch. Straßen wäre aber eigentlich das Sinnvollste, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Hier sind sie nicht. Hier sind sie nicht. Hier nicht, da nicht, dort nicht. Nirum Narum Löffelstiel. Stadtviertel. Strom, Wasser. Ne, da zeigt er mir ja eh hier vorne, wenn ich klicke, alles an. Flughafen haben wir noch nicht. Flughafen dürfte aber dann wahrscheinlich mit eines der nächsten Errungenschaften hier Flugzeuge, genau. Bei 70.000. Dann hätten wir noch 90. Ab 90.000 haben wir erst Monumente freigeschalten. Und dann wäre es das schon gewesen. So, wieder einmal ablenken lassen. Schwimmendes Café, das hatten wir doch mit. Nee, oder? Also ich würde es nicht zu tief setzen oder zu hoch setzen wollen, aber das ist doch... Also bei dem kleinen Wirkungskreis weiß ich nicht, ob ich das so schön finde. So, hier haben wir einmal Müll und auf jeden Fall... wenig Schönes. Hundepark finde ich immer ganz wichtig. Auch in echt. So, dass man die Hunde austoben kann. Ich weiß nicht, wer von euch ist Hundebesitzer? Wie sieht es bei euch in eurer Umgebung aus? Gibt es sowas wie Hundeparks oder irgendwelche Auslaufmöglichkeiten? Also gerade für die, die in der Großstadt sind, die aus dörflicher Region kommen, die haben wahrscheinlich da ein bisschen weniger Probleme mit. Geeignete Stellen für den Auslauf zu finden und wo auch mal die Hunde sich ein bisschen auspowern können. Okay, also ein bisschen dolle groß. So, das ist jetzt nur mal so nebenbei, wieder mal ablenken lassen. Jetzt wieder zurück zu Keimauer. Hier. Nee, nein, nein, da. Hier habe ich erst angefangen, wa? Das heißt, den auch nochmal verschieben, irgendwo hier hinter. Ans Wassernetz anbinden. Na, so. Genau, und jetzt kann ich hier eine Keimauer bauen. Wo war das jetzt nochmal? Hier. Das heißt, hier ansnippen.
Küste wird benötigt. Naja, super, dass es da irgendwie funktionierte. Okay, machen wir es so. Leicht geschwungen. Na, will er nicht? Okay, so funktioniert es, andersrum nicht. Aber es funktioniert. Soll uns recht sein, nehme ich so mit. Das ist nur die Frage, könnte man ja eigentlich hier auch gleich machen. Gehen wir nochmal in den Pausemodus. Sagen verschieben. Was kostet das? 500. Naja, 500 geht. Kann man die hier raufsetzen? Ja, kann man. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie richtig Blödsinn veranstalte. So. Mit etwas Abstand. Nicht, dass die hier uns so eine, ja, ich sag mal, Senke auspumpen. Wo das komplette Wasser weg ist. Was macht der denn hier? Wir probieren es nochmal mit dem Radiosender. Schauen wir mal, ob es dann klappen möchte. Dass da auch was Anständiges. Ah, das ist aber laut. Ja, da haben die Bewohner jetzt Pech. Es tut mir leid. Nein, da wollte ich hin. Aber ist ja für alle was Gutes. Wenn das hier mal so ein bisschen gefixt ist und... Immer noch nicht da, danke. Für die, die jetzt so denken, so Mensch, das ist doch ganz eindeutig, wo hier was ist. Ich habe tatsächlich das Mikro davor so doof angebracht. Sehe also manchmal etwas schlecht, was da genau an der Stelle ist. Könnte es natürlich umstellen. Ist ja Quatsch, weil ist ja zu einfach. So, den hier noch hin, den da noch hin. Und das können wir erstmal so lassen. So, dann natürlich jetzt hier alle irgendwie miteinander verbinden. Beziehungsweise... Oder so. Die ganzen Pumpen hier mit unserem Netz verbinden. So, gehen wir auch hier hin. Wie sieht es da aus? Da haben wir alles. Und wieder auf Play. Achso, Strom? Ah ja. Na, bekommt er Strom oder nicht? Jetzt. Und dann kann... Das ist ja eigentlich hier weg. Hoffe ich doch. Die haben hier rüber Strom, die hätten ja auch theoretisch hier oben drüber. Von dort aus Strom. Und die Netze. Auch weg. Genau, das war auch so ein Punkt in den Kommentaren. Kanalgucker, normal sei gegrüßt an dieser Stelle. Manchmal mache ich es auch wirklich so. Habe ich jetzt hier ein schönes Beispiel? Nee, nicht wirklich. Also ich hatte ja zum Beispiel hier oben irgendwo eine U-Bahn-Station hingesetzt. Und die einfach noch nicht angeschlossen am Stromnetz, weil ich dann dachte so, naja, okay, U-Bahn-Netz funktioniert auch ohne... dass die eine Haltestelle Strom hat und da muss auch keiner ein- oder aussteigen, weil sie halt einfach noch so weit weg ist von den Wohngebieten, dass da sowieso keiner umsteigt. Und wenn dann die Wohngebiete anfangen, in diese eine Richtung sich auszubreiten, wird dann sowieso irgendwann, sowieso irgendwann Strom anliegen. Und... Ja, sich einfach mal von alleine verbinden. Das ist jedenfalls so mein Plan, der dahinter steht. Dass ich dann halt auch nicht immer gucken muss, okay, wann können diese blöden, hässlichen Masten weg? Weil ich finde, die sehen schon etwas schrecklich aus. Nicht nur im Spiel, auch in echt.
verschandeln die immer so ein bisschen die ganze Optik. Und so, ach, was soll's. Machen wir zu hier das Gebiet. So, so ein bisschen eilig. Es ist ja bald Ostern. Nee, halt, wenn das... Ich überlege gerade, wann kommt die Folge raus? Am 3. doch. Was war denn das? Ein Samstag oder sowas? War Ostersamstag? Gibt es Ostersamstag eigentlich? Ich bin da nicht so ganz firm drin, was solche Feiertage angeht. Also irgendwie ist jetzt Ostern. Das Ganze passt hier mit unserem Ei. Schon gut mit im Spiel aufgenommen. So, und jetzt schaue ich aber gerade auf die Uhr und sehe es, ich verquatsche mich hier wieder so ein bisschen. Würde jetzt also an dieser Stelle Schluss machen. Was haben wir eigentlich heute geschafft? Erstmal so ein bisschen erklärt, wie, was, wo ich so denke, beziehungsweise auch was mir nicht auffällt. Straße natürlich wieder angepasst, hier vorne mal. Oh wei. Jetzt so vom Weiten sieht man mal so eine richtig schöne geschlängelte Linie. Also Kunstwerke, ich nenne das jetzt so Kunstwerk hier unten angepasst. Hier hinten so ein bisschen Wohngebiet. Also auch an dieser Stelle und in dieser Folge wieder alles und nichts angefasst und angerissen. Ja, und so viel dazu. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst gerne Kommentare da. Also ich lese mir die auch wirklich durch. Versuche es auch etwas oder versuche einfach das umzusetzen, mich darin zu bessern. Es ist jedenfalls nicht verschenkte Zeit, wenn ihr da so ein bisschen was reinfließen lässt. Und ansonsten lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bis dahin dann. Tschüss.